Hallo und grüß dich zu einer weiteren Ausgabe vom Zillertal Podcast. Das fühlst du nur hier. Jetzt neben mir auf der Couch ein ganz, ganz bekannter junger Herr, kann man schon sagen, Markus Kröll, die Berglauflegende aus dem Zillertal. Ich bin der Lukas Empichler, euer Moderator heute. Lieber Markus, wie geht's da? Wo kommst du denn gerade her? Lukas, danke für das Kompliment. Als Junger, da ich mich immer bezeichne, bin mittlerweile auch schon über 50. Ich komme gerade frisch aus der Werkstatt. Also bin da schnell hergefahren von meiner Werkstatt, wo ich restaurieren tue, und sitze jetzt ganz gemütlich mit dir auf der Couch. Ja, jetzt gibst du mir gleich das erste Schlagwort. Jetzt können wir schon gleich voll in das Gespräch reintauchen. Du bist, wir wissen es, ein begnadeter Läufer und einer der erfolgreichsten, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Aber neben deinen Lauf-Events bist du auch kreativ sehr stark unterwegs als Restaurator, als Lüftelmaler, als Illusionsmaler, als Vergolder. Gibt es Parallelen zwischen Laufsport und deinem Brotberuf? Total interessante Geschichte, Lukas, was viele nicht wissen. Ich habe eigentlich immer gearbeitet neben Sport. Habe eigentlich eine klassische Malerlehre begonnen, weil ich keinen Platz gekriegt habe, für Vergolder und Restaurator zu lernen. Hat es ja niemanden gegeben im Tal. Mache das jetzt mittlerweile über 20 Jahre. Was ja viele nicht geglaubt haben in meiner aktiven Zeit, eben, dass ich immer normal nebenher gearbeitet habe. Also ich habe immer meine 8 Stunden gearbeitet und habe eigentlich immer den Sport nebenher betrieben. Was eigentlich die Italiener bis heute noch nicht glauben. Warum die Italiener? Warum genau die Italiener? Eben mit Marco De Gasperi, Emanuele Manzi, Marco Gallardo. Mit denen habe ich extrem viel gematcht, international. Sie waren meistens die Glücklicheren, was wahrscheinlich deswegen daran gelegen ist, dass ich eben normal gearbeitet habe nebenbei. Habe sie ja hin und wieder geschlagen und das war dann immer wieder so eine Diskussion, wenn wir im Hotel zusammengesessen sind. Wie machst du das im Training? Wie kannst du das verbinden? Wie schaffst du das neben Arbeiten? Wie hast du es geschafft? klassischer Ablauf war eben, dass ich um 4 Uhr in der Früh aufstehe. Machst du jetzt mittlerweile auch immer, Lukas, habe ich gesehen, auf deinen Kanälen. Habe dann mein erstes Training gemacht, bin dann arbeiten gefahren. Wenn es zu weit weg war, bin ich oft, wenn wir im Wattens irgendwo gearbeitet haben, eine Kapelle oder Kirchen, bin ich mit dem Radl hingefahren. Habe mir dann nach der Arbeit wieder aufs Radl geschoben, bin nach Hause gefahren, bin entweder locker auslaufen gegangen und habe das probiert, immer so zu kombinieren, eben, dass eben die Arbeit nicht zu kurz kommt und auch der Sport nicht zu kurz kommt. War ein super Ausgleich, eben, wenn du natürlich da gewisse Sachen restaurierst, praktisch viel Ruhe, viel Ausgeglichenheit und staut sich natürlich auch sehr viel Energie auf. Und das habe ich dann am Abend beim Training natürlich alles wieder abgebaut. Jetzt wohnst du ja in Meierhofen, aber deine Wurzeln, die stammen ja ein bisschen weiter hinten aus dem Ginzling. Wie hat denn so der klassische Tag als kleiner Markus Kröll ausgeschaut? Ja, wie du richtig sagst, Lukas, wir sind relativ im hinteren Zillertal aufgewachsen, also wirklich fast am Ende vom Zehngrund bei meinem Onkel im Gasthaus Breitlana. Aber wir waren da 3 Jungs, eben der Kröllricher, mein Cousin, der was leider mit 28 Jahren dann tödlich verunglückt ist bei meinem Autounfall. Super Skifahrer. Ja, war eigentlich der erste Österreicher, der das Alta Badia gewonnen hat. Mhm. Weltcup-Finale, Klassiker, oder war eine coole Geschichte, wo der Gedina dann im Ziel schon gefeiert hat und der Ritsch ist mit der vorletzten Startnummer gekommen und hat dann das Weltcup-Finale im Super-G gewonnen. Dann mit meinem Bruder. Es war natürlich sehr viel los in meinem Gasthaus, es war sehr viel zu erledigen. Eben im Gastgewerbe war natürlich wenig Zeit für uns 3 Jungs und waren dann natürlich sehr jung, relativ viel in die Berge unterwegs. Das heißt, wir waren relativ oft Berliner Hütten, natürlich in anderen Gräben, wie zum Beispiel Schlegeis, da waren wir als Junge sehr, sehr viel unterwegs. Kannst du dich erinnern, das erste Mal Berliner Hütte, wie alt warst du gewesen sein? Boah, ich kann mich erinnern, das erste Mal Berliner Spitz, glaube ich, da war ich 7 Jahre oder was, da war ich mit den alten Berliner Hütten, mit dem Gerhard unterwegs. Dazu mal war ich natürlich sehr happy, dass ich mich da mitgenommen habe. Ich glaube, da war ich 7 Jahre, weil ich das erste Mal auf dem Berliner Spitz gestanden bin. War es dazu mal, wie du als Bub da unterwegs gewesen bist, schon für dich klar, du willst in diese Berglaufszene reinkommen oder ist das einfach so Hand in Hand gegangen? Nein, wie gesagt,
jetzt ist es bei meiner Tochter, da haben wir uns natürlich überreden, dass sie in die Berge mitgeht und das Wandern und sowas hat ihr nicht so taugt. Für mich war das damals irgendwie so spielerisch und normal. Ich habe da gar nicht so viel nachgedacht über die ganzen Geschichten. Ich war gerne in die Berge unterwegs, war für mich speziell, auch wenn es ein schwieriges Gelände war. Aber wie ich eigentlich zum Laufsport gekommen bin, durch meinen Onkel. Ich habe ihm oft geholfen, am Parkplatz die Auto einparken, war mit ihm sehr viel unterwegs und oft war gewisse Sachen am Abend zu erledigen. Und sind wir oft auf die Berliner Hütten gelaufen. Und wie gesagt, es gibt einen speziellen Platz unter der Berliner Hütte, das Kriegerdenkmal. Und oft ist er schon bergab gelaufen beim Kriegerdenkmal, war ich nicht oben. Mhm. Und so hat sich das dann natürlich die letzten Jahre dann, ja, war natürlich mein Ziel, das umzudrehen. Und das ist relativ schnell passiert. Und dann war ich oben und er war schon beim Kriegerdenkmal. Ja, so schnell kann es gehen. Also quasi so der Startschuss einer internationalen Laufkarriere, wenn wir nochmal kurz auf deine Erfolge blicken, 17-facher österreichischer Meister, 7-mal in Red Bull Dolomitenmann gewonnen in der Staffel, 1-mal im Einzel, das sind unzählige Medaillen dabei, Junioren-Weltmeister und so weiter. Wenn du jetzt auf 30 Jahre, sag jetzt mal die letzten 30 Jahre zurückblickst, was war dein größter Erfolg? Boah, schwierig. Ich glaube, da gibt es einige Sachen, was mich geprägt haben, beziehungsweise was mich extrem motiviert hat. Speziell war sicher auch die Silbermedaille in Madeira, bei der ersten offiziellen Europameisterschaft, im Team mit dem Dr. Alexander Rieder, mit dem Heinzel Florian, mit dem Helmut Schmuck, brutale Kapazunder dazu mal. Wir haben leider um einen Punkt eben die Goldene verpasst, eben wegen die drei Italiener, was ich da gerade aufzählt habe, De Gasperi, Manzi und Gallardo. Natürlich Dolomitenmann, wenn du einen Dolomitenmann im Einzel gewinnst, dann wärst du schon intern in der Szene, also zum Ritter geschlagen, würde ich sagen. Es waren einige coole Geschichten dabei, wie zum Beispiel auch die Geschichte, wo ich die Jungfrau-Stafette gewonnen habe, dazu mal in der Schweiz, wo ich am gleichen Tag mit dem Zug nach Zürich gefahren bin, auf dem Flughafen nach Zürich, dann nach Niederösterreich geflogen bin und am nächsten Tag wieder Staatsmeister geworden bin. Also sind schon einige Sachen, aber speziell natürlich war eben die Silbermedaille in Madeira und natürlich der Dolomitenmann-Sieg, das hat mich schon extrem motiviert und ja, ich glaube, ein bisschen geprägt auch. Die Motivation, du hast es gerade nochmal gesagt, diese Erfolge haben dich dazu mal motiviert. Jetzt, mit fast 52 Jahren, wenn ich das sagen darf, im März, ist es soweit. Was motiviert dich jetzt noch rauszugehen? Hast du für dich selber noch gewisse Projekte im Kopf, die du umsetzen willst, sei es jetzt Bergbesteigungen oder auch Wettkämpfe? Ich glaube, Luki, das ist ein bisschen im Hintergrund, das Platzierung und Wettkämpfe und so weiter. Aber du warst ja selber, ein gewisses Körpergefühl bist du gewohnt. Ja. Und deshalb mache ich nach wie vor Sport. Wenn du das gewohnt bist, von klein auf, das immer wieder zu bewegen, dann fühlst du einfach unwohl, wenn du das nicht machst. Deswegen ist es für mich total wichtig, dass ich eben Sport nach wie vor mache. Natürlich, wenn du jetzt wie ich im nächsten März 52 Jahre wirst, dann musst du natürlich schon ein bisschen aufpassen, körperlich und so weiter, dass eben ja, du das so lange wie möglich noch machen kannst. Projekte, mir schwirrt nach wie vor immer noch vor, ich möchte einmal einen Hunderter laufen. Wettkampfmäßig, das habe ich nie gemacht. Ich habe dazu mal eben den Film mit Servus TV gemacht. Aber so wettkampfmäßig, wenn es natürlich mein Körper, mein ganzer Stützapparat zulässt, also ein Hunderter würde ich schon noch gerne einmal ganz final so cool nochmal machen. Stichwort Servus TV, Stichwort Berliner Höhenweg. Diese Geschichte, diesen Berliner Höhenweg unter 24 Stunden zu laufen. Mhm. Du wolltest ihn ursprünglich laufen, aber dann diese Benchmark von 24 Stunden zu erreichen, wie ist zu der, ich sage es jetzt einmal ganz salopp, wahnwitzigen Idee gekommen? Ja, ich habe das schon als Kind im Kopf gehabt, eben mit dem Cousin, mit Richard, mit meinem Bruder. Es gibt ja ein ganz bekanntes Rennen im hinteren Zillertal in der Steinbockmarsch mit dem Steinbocklauf, wo man früher natürlich auch, ich glaube mit 7 Jahren bin ich das erste Mal gegangen, da haben wir immer diskutiert, vielleicht gibt es irgendwann einmal jemanden, der den Berliner Höhenweg nonstop laufen kann. Und ich war total verwundert eben über die ganzen Jahre, dass das keiner gemacht hat. Ich habe das dann das Konzept zusammengeschrieben, habe das dazu mal
und Hans-Peter Stauber vorgelegt, wo es mein Glück war, dass eben das Format Bergwelten ganz neu war. Der Hans-Peter Stauber war jahrelang beim ORF, hat Land der Berge gemacht, war natürlich sehr happy, weil es wenig Projekte dazu mal gegeben hat, eben für das Format. Und dann haben wir das umgesetzt. Und ich kann mich genau erinnern, weil wir in Fuschl gesessen sind, haben wir so eine kleine Pressekonferenz gehabt. Und der erste oder der zweite Journalist, was aufgestanden ist, und hat gesagt, du Krölli, glaubst du, dass das unter 24 Stunden möglich ist? Ja, und dann hat sich das natürlich so entwickelt. Und dann war natürlich nicht im Vordergrund, das zu machen. Dann war natürlich im Vordergrund, das von Hans-Peter Stauber unter 24 Stunden zu machen. Die ganze Logistik, die was da mitgeschwungen hat, die war ja enorm. Du bist ja auch nicht alleine gelaufen, hast ja auch eine auserwählte Truppe an Freunde, Bekannte, Wegbegleiter herausgesucht. Hast du die quasi wie ein Casting gecastet? Nein, spontan. Es waren ja unter die zwei Läufer oder unter den Läufern, die wir begleitet haben, deine zwei Brüder. Unter anderem der Benedikt, mit dem ich in Südafrika, glaube ich, 4 oder 5 Wochen trainiert habe gemeinsam. War eine coole Zeit, war für mich perfekt, dass der mir das Stück begleitet, von der Kreizerhütte bis zur Kasslerhütte. Und natürlich der Christoph. Mit Christoph habe ich auch jahrelang immer wieder Kontakt gehabt. Und dann Christoph hat das auch sehr getaugt, mich da im ersten Teilstück zu begleiten. Und so habe ich einfach probiert, Leute rauszupicken, die, wo ich gern mag, mit denen, wo ich coole Sachen erlebt habe und gern mag und die, was mich auch unterstützt haben bei meinem ganzen Tun. Ja, und so habe ich das eigentlich so speziell die Leute dann rausgesucht. Die wundervolle Bergwelt, die du da oben am Berliner Höhenweg natürlich auch erlebt hast und die du von klein auf schon kennst, die spiegelt ja auch ein bisschen das Zillertal wieder. Und du hast, ich habe heute in der Früh reingeschaut, 23.800 Follower auf Social Media. Da bin ich ein kleiner Furz mit 5.400, sagen wir jetzt so. Aber ist das für dich eine Plattform, dass du dein ganz persönliches Motto des Zillertals, das fühlst du nur hier, in die große, weite Welt rausbringen kannst? Natürlich, Lukas. Früher war das so, wenn ich in Italien drin in irgendwelche Rennen gelaufen bin, dann haben wir schnell und hektisch auf eine Telefonzelle haben wir gesucht und haben natürlich sofort die ganzen lokalen Zeitschriften angeschrieben, so wie Nino Niederacher von der Kronenzeitung oder Madl von der TT, und habe natürlich das Rennen erklärt und geschildert. Wenn wir natürlich dann Richtung Innsbruck gefahren sind, bin ich zum ORF hin, habe da noch kurz ein Interview gegeben im Radio. Jetzt ist das natürlich viel leichter, eben mit eben Instagram, Twitter, Facebook kannst du das natürlich viel schneller kommunizieren. Und im Grunde genommen ist für mich eine coole Plattform, erstens das zu kommunizieren, was ich schon seit Jahrzehnten mache, und zweitens irgendwie in die große Welt auszuschicken. Du schaust, ich lebe da im hinteren Zillertal, ich lebe im Zillertal. Coole Bike-Location, coole Sachen. Also ist für mich schon sehr, sehr eine coole Sache, wenn ich das präsentieren darf. Am Anfang natürlich von dem Ganzen war ich sehr skeptisch. Ich wollte nie, dass die Leute wissen, wo ich bin, wo ich gerade trainiere, wie ich mich vorbereite und so weiter. Aber jetzt glaube ich, das ist gang und gäbe und glaube ich für die Athleten, für die Zukunft, ja, sehr leichte Geschichte, eben das nach außen hin zu kommunizieren. Dein Lieblingsberg im Zillertal? Boah, schwierig. Lieblingsberg, es gibt einige. Also wenn ich das aufteilen darf in Gründe, Zielergrund mag ich total gern Kuchelmoser und Reichelspitz. Zemtal mag ich natürlich Berliner Spitz. Schläger ist oben natürlich ganz gern. Schrammacher mag ich total gern. Ginzling bei mir daheim mag ich Nähspitz gern. Meierhofen, natürlich ein Grinberg. Also es sind schon einige. Speziell einen, ich habe immer so eine To-Do-List, überhaupt im Winter mache ich eigentlich immer den Zirkel, was ich jetzt aufgezählt habe, mache ich total gern. Ein Herzensprojekt, weil du jetzt Meierhofen jetzt angesprochen hast und auch den 100er angesprochen hast, ein Herzensprojekt sind ja die Meierhofen Ultracks. Das gibt es jetzt mittlerweile schon, das heuer wohl das 5. Jubiläum. Es geht weiter, und wie viel Herzblut steckt da drinnen in der ganzen Veranstaltung? Ja, das ist genau so ein Thema. Dadurch, dass ich natürlich sehr viel unterwegs war, fast auf jedem Kontinent der Welt gelaufen bin, sind wir oft gefeiert worden, wie die großen Helden, und ganz speziell, ich nehme das Thema immer gerne her, wie auch bei der WM, was für mich einfach unglaublich ist. So wie im Pitztal, ganz hinten drin in den Mandarfen, kann mich gut erinnern, weil ich das erste Mal reingefahren bin ich gerade von Italien angekommen.
aber wir müssen dreimal stehen bleiben und fragen, ob ich da richtig bin. Also man darf nicht wirklich für mich immer wieder das Klassische wie am Ende der Welt, und die haben das wirklich auf die Beine gestellt, dass da über 1000 Starter drinnen sind, und ich habe immer wieder gesagt, das brauchen wir im Zillertal, wir haben super Infrastruktur, wir haben wunderschöne Trails. Einer, der sogar deinen Namen trägt. Genau, einer, der sogar meinen Namen trägt. Es gibt eine super Infrastruktur, also wir haben alle Zutaten, was für ein großes Trailrunning-Event perfekt gemacht ist. Und wie gesagt, das ist ein großes Herzensanliegen für mich, eben den Ultrax groß zu machen. Ich habe gerade heute wieder auf Instagram mir jemand geschrieben, eben, dass er eben Zillertal von der Seite noch nie kennengelernt hat. Der ist von Hinterdux bis nach Maihofen die 70 Kilometer gelaufen. Wenn sich dann die Leute bei dir bedanken, dass sie eben durch ein Event, durch gewisse Trails, durch gewisse Distanzen Zillertal ganz neu entdecken, dann glaube ich, haben wir eigentlich fast schon sehr viel richtig gemacht. Aber das wäre ja dann für dich nächstes Jahr die Top-Möglichkeit, nochmal einen 100er zu laufen, oder? Da wäre ganz viel angesprochen. Ich habe sehr viele Einladungen, was natürlich auch für mich eine große Geschichte wäre, eben beim UTMP in Chamonix, den CCC nochmal zu laufen. Erstens kenne ich sehr viele Leute, Franzosen, Spanier, Italiener, die hätten mich da auch gerne dabei. Was natürlich auch cool wäre, natürlich bei mir daheim, aber was ich in den letzten Jahren eben beim Ultrax mitgekriegt habe, die ganzen Leute, die daherkommen, die haben das schon gern, wenn ich im Ziel vor Ort bin. Und wenn ich dann in 100 laufen bin, glaube ich, war ich nicht mehr so frisch, da jeden nochmal zu gratulieren und jeden nochmal zu motivieren, dass der da einen coolen Zielanlauf kriegt. Ich muss mir das wirklich überlegen und ich mache das abhängig, wie ich mich körperlich fühle. Apropos körperlich, wie du dich fühlst, die letzten 3 Jahre, die waren anstrengend. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt über 50 Jahre und habe vor 2 Jahren meine erste Operation gehabt. Ich glaube, das ist ja zurückzuführen, dass ich wirklich die letzten 35 Jahre, muss ich ganz offen ehrlich sagen, wirklich Raubbau betrieben habe mit meinem Körper. Ich habe als ganz junger Läufer schon Probleme gehabt mit der Achillessehne. Bin dann eben vor 2 Jahren immer Herr der Lage geworden. Ich musste dann operieren, die Achillessehne. Dieses Jahr wieder mit einem Knochenidem. Also ein bisschen Rechnung kriege ich schon präsentiert, was ich da die letzten 35 Jahre immer gemacht habe. Aber trotzdem, ich glaube, das gehört auch dazu zum Sport, dass nicht immer alles rundläuft, dass du Ups and Down hast. Und ich glaube, ich brauche mich noch nicht beklagen, wenn du mit über 50 Jahren oder mit 50 Jahren die erste Operation hast. Ja, ich glaube, das gehört genauso dazu. Rückblickend auf eine großartige Karriere, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist? Ich würde sehr viel gleich machen. Ich würde vielleicht gewisse Sachen anders machen. Schwierig auszudrücken. Irgendwie von 1 bis 10. Also alles durchgemischt? Ja, ich würde sagen, ja, von 1 bis 10. Es gibt sehr viele Momente, wo ich 10 tippen würde. Es gibt auch sehr viele Momente, wo ich 1 tippen würde. Also das ist ganz schwierig, da genau eine Zahl zu sagen, was 100% passt. Markus, was kommt noch? Auf was können wir uns freuen? Ich hoffe auf sehr viele Geschichten. Wichtig ist natürlich die Gesundheit. Ich möchte unbedingt gesund bleiben. Ich möchte natürlich oft auf die Zillertaler Berge rauflaufen oder schnell raufgehen, wie sich dann das in den letzten Jahren entwickelt. Ich will natürlich eben den Maihofen Ultrax ganz groß machen, wirklich das Event international zu positionieren, dass die Leute wirklich ins Zillertal kommen, nach Maihofen kommen, eben um das Event zu laufen. Aber da gibt es noch viel zu tun. Nächstes Jahr wird mein Vertrag auslaufen bei Salomon. Salomon will unbedingt, dass ich in der Firma bleibe. Also da kommen noch sehr viele spannende Sachen auf mich zu. Die jungen Wilden, die danach kommen, was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der jetzt vielleicht gerade zu Hause oder am Laufband ist und unseren Podcast hocht, in diese Welt des Laufsports einzusteigen? Was muss er tun? Ich glaube, was ganz ausschlaggebend ist, du brauchst erst einmal Spaß für das Ganze. Da einsteigen, schauen, wie sich das entwickelt. Wenn du natürlich dann Talent hast und erfolgreich sein willst, also das Wort erfolgreich ist gleich mit, du musst natürlich sehr viel investieren, also du musst was leisten. Ohne Leisten wirst du keinen Erfolg haben. Und natürlich mit Leidenschaft die ganze Sache verfolgen. Das heißt, von Rückschlägen nicht abhalten lassen, einfach dranbleiben. Und wie ich immer auch sehr gerne sage, in das Wort Leidenschaft,
ist ein zweites Wort und so das Leiden. Du musst natürlich umso weiter, dass du nach vorne kommen willst, umso erfolgreicher, dass du sein willst, umso leidensfähiger musst du auch sein. Also die Sachen eben würde ich den Jungen mitgeben. Einfach ausdauernd sein, Leidenschaft da einbringen. Einfach, wenn man erfolgreich sein will, muss man auch was leisten. Also die Sachen sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, mit dem Statement von dir, nur mit harter Arbeit kann man die Früchte des Erfolgs ernten, sage ich recht herzlichen Dank für das tolle Gespräch, lieber Markus. Wir kennen uns doch schon ein paar Jahre und super auch gemeinsam unterwegs gewesen bei den Ultraks in Bargastein. Vielen, vielen Dank. Schau auf dich, bleib gesund. Pfiat Enk, und das war der Zillertal-Podcast. Danke, Lukas.